Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Und einmal ein dickes Entschuldigung, dass letzte Woche kein Video gekommen ist. Bloß, es hat einfach partout nicht gepasst. Also es hat nicht funktioniert. Ich habe nur auf die Schnelle diese Nägel gemacht. Und das war auch schlimm, wirklich, weil das dieses Texotropic-Gel ist. Und wir sind gar keine Freunde, also überhaupt nicht. Aber jetzt ist halt was eingetreten, was ich jetzt mit euch gut machen könnte. Und zwar Liftings entfernen. Ich weiß nicht, ob man das sonst da ein Lifting. Ihr seht, das Gel hält bei mir gar nicht. Also hier auch, na gut, hier habe ich mich angestoßen, hier ist es auch gerissen. Also dieses Gel ist wirklich, nicht drauf achten, ich war gerade noch im Garten ein bisschen Gasmaffel machen. Schrecklich, also das Gel hält bei mir gar nicht. Na, ich habe genau dasselbe wie immer gemacht, aber das Gel, also ich weiß nicht, was das ist. Und ich habe mir jetzt gedacht gehabt, ihr seht das auch hier, dass hier auch ein leichtes Lifting ist und so. Das ist ganz komisch, genau wie hier. Und also na gut, da habe ich auch ein bisschen gepuppelt danach. Da so. Aber wir werden heute dieses Lifting hier entfernen. Und ja, jedem passieren mal Liftings. Es kommt nicht immer darauf an, wie ihr arbeitet, sondern auch mit was ihr arbeitet. Und wie gesagt, ich habe diesmal wirklich dieses Gel benutzt. Und das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt gehabt. Ja, und das sieht man, warum ich es Ewigkeiten nicht benutzt habe, weil ich das, also die Haftung ist wirklich für den Arsch. Und ja, ich werde jetzt hier einmal, Moment, meine Staubsaugung herholen. Also ich benutze fürs Entfernen meistens drei verschiedene Bits. Ihr könnt das auch mit zwei machen, bloß ich mache das gerne mit drei. Also einmal mit meinem Standard-Bit, wo ich die Modellage so mit abfräse und alles. Dann meinen Nagelhaut-Bit. Ist ja klar, weil die Nagel muss da ja auch alles weg. Und ich habe hier mal einen, das sollte wohl auch mal ein Nagelhaut-Bit sein. Aber der ist so scharf. Ihr seht das auch. Also der ist, also den habe ich noch nie für die Nagelhaut benutzt, weil nee. Weil ich habe den gekauft und, Entschuldigung, ich habe den gekauft und ihr seht das auch, wie eine klare Kante das hier oben ist. Und das ist wirklich, wirklich scharf. Und ich habe den halt jetzt dazu auserkoren, halt mein Lifting-Bit zu sein. weil ich damit Liftings rausfräsen kann. Ich kann damit hier gut unter den Nagel arbeiten, weil der halt schön schmal ist, aber halt Gel super abträgt. Mega. Also wenn ihr wirklich euch mal ein Bit bestellt, und ihr habt Gefühl, und so, ihr nehmt den in die Hand und merkt schon, okay, der ist schon gut scharf. Und seid euch da nicht sicher, benutzt ihn nicht als Nagelhautbit. Weil, wenn ein Bit so scharfkantig ist und alles, reißt ihr euch den kompletten Nagel kaputt. Also auf, also weg. So, und dann, ja, habt ihr darüber nicht mehr so die Kontrolle, wie jetzt zum Beispiel wie bei einem Diamantbit. Und ihr seht ja auch, die Machart ist eine ganz andere. Ihr seht das? Hier ist Diamant, der hier. Der andere hat halt diese richtigen Rillen und alles, wie so ein Bit. Na? Und deswegen, also wenn ihr euch bei einem Bit nicht sicher seid, und ob der euch zu scharf ist, benutzt ihn nicht als Nagelhautbit. Na? Benutzt ihn dann lieber als, wie ich jetzt hier meint, Liftingbit oder wenn ich mal irgendwo was Kleines habe, dann komme ich damit richtig gut an, aber halt wirklich nicht als Nagelhautbit. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch schon. Ich werde jetzt einmal ein bisschen das Material abtragen mit meinem normalen Bit. Ich muss es einmal ohne den Fräser, die Staubsaugung im Hintergrund machen, weil die sehen, meine Kamera fokussiert wieder bescheiden. Aber jetzt seht ihr halt dieses Lifting. Ich muss nochmal neu starten. So, aber jetzt seht ihr das Lifting hier auch richtig. Also ihr seht das ja wirklich komplett drumrum. Und ich habe das nicht in den Rand geschmiert oder sonst irgendwas. Also das ist ganz, das liegt wirklich am Gel. Und das ist auch nichts Schlimmes, wenn das mal passiert. Das passiert jedem mal. Na? Und wie lange mache ich schon Nägel und mir passiert das auch. Das ist nichts Schlimmes. So, aber jetzt habe ich erstmal mit diesem Gutmaterial weggenommen. Und wenn ihr das jetzt weiter mit diesem Bit macht, nimmt die Geschwindigkeit raus. Also ich mache jetzt mal auf, ich sage jetzt mal, mein
Ich mache jetzt bei der Hälfte und davon jetzt nochmal die Hälfte, also ein Viertel. Viertel. Ne? Also ihr hört das auch schon, dass es jetzt leiser ist. Und dann geht man wirklich vorsichtig da drüber. Seht ihr schon? Na gut, einen Moment, das ist jetzt doof. Kannst du mal scharf stellen. So, ihr seht, das ist jetzt hier schon ein bisschen was ab. Ich muss noch ein bisschen höher. Was ist denn das? So. Und da müsst ihr halt wirklich ganz, ganz vorsichtig. Mit wenig Geschwindigkeit, gar keinem Druck. Lasst den Fräser bitte das alles machen. So. Moment. Jetzt werde ich einmal mein Lifting-Bit nehmen. Ihr könnt dafür auch ein Diamant-Bit nehmen, bloß der dauert halt ein bisschen länger. So, ich bin auf der gleichen Geschwindigkeit. Ich muss nochmal hier oben. Kann doch auf Fußpedal. Und dann gehe ich wirklich hier am Rand hin, so dass hier wirklich kein Lifting mehr ist. Aber seid damit wirklich vorsichtig. Nicht zu viel auf dem Naturnagel rumeiern, weil den wollen wir natürlich nicht wegfräsen, weil den brauchen wir ja. Ne? Ohne den können wir keine Nägel tragen. Jetzt mal hier noch ein bisschen Material weg. Wenn ihr bei jemandem Nägel macht, nicht pusten. Ne? Das macht man nicht. Wenn man es bei sich selber macht, okay. Aber nicht bei anderen. Aus hygienischen Gründen. So, ich mache einmal schnell das Lifting da weg. So, ich musste nämlich einmal mich mit dem Kopf da näher rankommen. Einen Moment. Achtet bitte nicht auf meine Nagelhaut, die sieht wirklich schrecklich aus, aber ne, ihr wisst das. Ich war zu faul einzucremen und ganzen Putzmittel und allem drum und dran trocknet das noch mehr aus. Und ich trage keine Handschuhe beim Putzen, dumm wie ich bin. Aber naja. So, einen Moment. Jetzt muss ich einmal mein Stockbürstchen finden. So, und jetzt habt ihr das Lifting entfernt. Ich werde jetzt einmal hier mit der Nagelfeile über den ganzen Nagel rübergehen, weil ich das hinten mit ganz normalem Gel einfach durchsichtigem Gel auffülle, weil die anderen Nägel werde ich jetzt heute nicht machen, weil ich einfach keine Zeit habe. Und ja, ich werde aber das jetzt noch mit euch auffüllen auf jeden Fall. So, dann nehmen wir uns einen Nail Prep. Das ist einer von online hat. Da könnt ihr irgendeinen nehmen, ne, was für eine Marke ihr halt bevorzugt. Dann nehme ich einen Double Tape Primer. Und das auch von online hat. Wie gesagt, könnt ihr auch einen Primer nehmen, der bei euch funktioniert. Und ein Haftgel, auch von online hat. Irgendwie heute alles von online hat, okay. Und ne, da müsst ihr halt wirklich gucken, was bei euch am besten hält. Weil wenn ich jetzt sage, das hält bei mir super, kann das bei euch überhaupt nicht halten. Da müsst ihr euch dann wirklich rantasten und auch die Kombinationsmöglichkeiten hin und her düfteln halt, ne? So, und ich mache jetzt hier den Nail Prep. So. Jetzt sehen wir hier auf dem Naturnagel. Zack. Der trocknet von alleine. So, der ist jetzt getrocknet. Dann nehme ich meinen Double Tape Primer. Und ja, dabei passe ich natürlich auf, dass ich den nicht in den Nagelrand reinkloppe. Na, komm, steh scharf. Das wäre richtig nett. Komm schon. Das kann doch jetzt. Dann muss ich so machen. Tupfe ich einmal. Zack. Weil da, wo der Double Tape Primer ist, da läuft auch das Haftgel hin. Und wenn der Double Tape Primer im Nagelrand ist, läuft das Haftgel in den Nagelrand. Dadurch läuft das normale Gel in den Nagelrand und ihr habt Liftings. Also dadurch entstehen Liftings. Und natürlich wollen wir das nicht. Ich mache da mal kurz hier mein Haftgel. Trage ich auch nur auf dem Naturnagel auf, also so ein bisschen auf die Modelage.
Aber vom Ding her muss das ja nicht sein. Diese Kamera, es nicht. Ich so mache. Ein bisschen viel Haftgel. Deswegen muss ich abstreichen. Ich muss gucken, wie ich jetzt das hier halte. Haftgele immer vollkommen aushärten lassen. Also nicht sagen, ich härte das nur an. Nein, weil sonst kann das Haftgel die Haftungseigenschaften nicht entwickeln. Deswegen komplett aushärten lassen. So, das ist jetzt komplett ausgehärtet. Also ich nehme hier mein Aufbaugel, mein stinknormales, was ich seit zig Jahren benutze. Da modelliere ich jetzt hier mir den Apex wieder mit diesem Gel aus. Ich hoffe, ich kriege das eingefangen, weil ohne Spaß hier, die Kameraeinstellung ist so ein bisschen. Naja, ich habe da schon rangezoomt, damit das besser weiter weg ist in der Hinsicht, dass ich ein bisschen näher rankomme, weil ich muss ja auch gucken, aber irgendwie. Also ich ziehe es hier, wie ihr seht, erstmal beim ganzen Nagel. Kannst du mal hier die Kamera, das da. Ja. Mal ein bisschen mehr Material. Und versuche das mir hier abzusetzen. Ich muss das einmal ohne Kamera machen, weil ich sehe sonst gar nichts. Ach nee, lasse ich gleich aushärten. Weil es saß gerade. Das ist aushärten und dann befreie ich das gleich. So, ich habe hier noch mini kleinen Rest, das hätte ich vorhin noch mal ordentlich wegmachen können, auch müssen, aber ist in Ordnung. Und der, dieses, na, stell mal bitte scharf, seht ihr diese kleinen Punkte, die da sind, diese weißen, das ist Acrylgel. Na, das sieht ab und an so aus, wenn man das pinscht und ja, also, und guckt euch das an, richtig schön in den Rand gearbeitet, ich Horst, ey. So, jetzt befeile ich das erstmal schnell. So, ich habe es auch mal schnell befeilt. Und mir auch in den Nagelrand gefeilt. Schlau. Sollte man nicht tun. Mir ist es jetzt gerade passiert. Mal kurz hier ein bisschen cleanern. Kamera schon bitte scharf. Jetzt seht ihr alles wieder Tudi. Ich werde den jetzt auch nicht versiegeln, weil ich die Nägel morgen oder also am Wochenende oder so machen werde. Und es wäre dann ja Schwachsinn, wenn ich jetzt versiegel, wenn ich meine Nägel eh nicht weitermache. So, ja, das war's erstmal für das Video, wie man halt so Liftings entfernt, also wie ich Liftings entferne. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen, einen Kommentar, aber würde ich mich sehr freuen. Und ich, das sage gerade, ob ich hier wieder ein Lifting habe, aber das ist nur Staub. Gut. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen, einen Kommentar, aber würde ich mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!